Hallo zusammen, heute möchte ich euch mal eine Powerbank zeigen aus China. Es handelt sich um diese hier. Die hat keinen richtigen Namen, wird als Super Powerbank bezeichnet auf der Shopseite. Ich habe sie bei AliExpress bestellt, gibt es aber auch in vielen anderen Shops. Angeblich soll die Powerbank eine Kapazität von 30.000 mAh haben, das stimmt aber nicht. Es sind circa 12.000 bis 13.000. Aber ist trotzdem brauchbar und funktioniert auch recht gut. Wie ihr seht, hat zwei USB-Ausgänge mit 5 Volt, einen mit 2,1 Ampere und einen anderen mit 1 Ampere. Im Grunde ist diese Angabe witzlos, weil die beiden Anschlüsse parallel geschaltet sind. Die gehen alle auf dieselben Pins auf der Platine. Von daher ist eigentlich Wurst, an welchem Anschluss man das Gerät anschließt, was man laden möchte. So, dann hier hinten befindet sich ein Mini-USB-Anschluss, der wird zum Aufladen der Powerbank verwendet. Und das funktioniert, ich zeige das mal mit diesem Kabel hier. Also man bekommt dieses USB-Kabel mitgeliefert. Das hat einmal einen normalen USB-Stecker und dann diesen hier. Und da kann man dann verschiedene Adapter draufstecken. Also einmal diesen hier zum Aufladen von der Powerbank. Den steckt man einfach so hier hinein. Und dann in die Powerbank. Und dann halt mit dem USB-Anschluss an irgendein USB-Netzteil, dann lädt das Gerät, dann zeigt es auch hier mit den LEDs den Ladezustand an. Und mitgeliefert werden Adapter unter anderem für Apple-Geräte, also die steckt man auch einfach hier rein. Und dann vorne an die Powerbank und dann eben ans Gerät. Also das sind Anschlüsse für Apple, für Nokia, ich glaube das müsste dieser hier sein, für Samsung-Geräte und viele andere. Eine PSP kann man auch aufladen, ist auch ein Adapter dafür dabei. Also, insgesamt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Adapter, die mitgeliefert werden. Ich zeige es einfach mal, wenn man jetzt hier auf den Power-Knopf drauf drückt, sieht man den Ladezustand. Also hier leuchten jetzt im Moment drei LEDs. Ich habe jetzt ein Handy voll damit aufgeladen und es leuchten immer noch drei LEDs, also man kann schon mehrmals aufladen, nicht nur einmal. Ich habe jetzt hier mal meinen Star S7589. Ich weiß die Kapazität von dem gar nicht auswendig. Ich schaue mal kurz nach. Okay, dann müsst ihr jetzt einen Akku raus tun. Steht vorne nicht drauf, okay, lassen wir das einfach. Ja, auf jeden Fall, ich habe das Gerät einmal voll aufgeladen mit der Powerbank. Und ich zeige das jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Also hier das Handy, hier die Powerbank. Dann einstecken und im Moment passiert nichts. Um den Ladevorgang zu starten, muss man erstmal hier drauf drücken. So, und dann sieht man auch schon, das Handy lädt jetzt und hier blinkt die Status-LED, zeigt an, dass gerade geladen wird. Man sieht auch während des Ladevorgangs, wie voll die Powerbank ist. Ja, also wenn die Powerbank voll aufgeladen ist, kann ich dieses Handy hier ca. 3 bis 4 Mal voll aufladen damit. Also ist im Grunde mehr als genug. Also wenn man mal unterwegs ist und keine Steckdose zur Verfügung hat, ist das richtig praktisch. Ja, wie viel hat die Powerbank gekostet? Umgerechnet rund 15 Euro. Verschicken habe ich es über China Airmail lassen, weil es gratis war. Zollkosten kamen keine drauf, weil es unterm Grenzwert ist. Ich glaube auf 25 Euro Warenwert muss man als Zollkosten bezahlen.
Und natürlich Einfuhrumsatzsteuer. Ja, also für 15 Euro ist es definitiv eine gute Powerbank. Es wird sich zeigen, wie lange das Gerät hält, wie lange die Batterien ihre Kapazität halten. Aber ich denke, ein Fehlkauf war es definitiv nicht. Wenn man sich anschaut, was Powerbanks hierzulande kosten, bei Amazon zum Beispiel, da bekommt man 12.000 mAh Geräte für ca. 25 bis 30 Euro. Also man spart hier definitiv ein bisschen was. Und Probleme beim Import soll es eher auch nicht geben, weil wir haben hier ein FCC und CE-Logo. Also da sollte der Zoll nichts zu beanstanden haben. Bei mir ging es einfach so durch. Wurde von zollamtlicher Behandlung ausgeschlossen, stand auf dem Paket. Also von daher sollte da auf der sicheren Seite sein. Jo, also den Link zum Shop, den poste ich einfach mal unten in der Beschreibung. Und ja, vielleicht seid ihr interessiert an dem Gerät. Danke fürs Anschauen, tschüss.